2017 war ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Also speziell das zweite Halbjahr hat begonnen, dass die Investitionsfreudigkeit unserer Kunden enorm sich gesteigert hat und wir eigentlich im Prinzip also wirklich ein ganz perfektes Jahr im Prinzip also hinter uns haben. Also wir nehmen einen sehr, sehr großen Auftragsüberhang mit nach 2018. Die Auftragseingänge sind weiterhin sehr, 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 sehr groß. Und unsere größte Aufgabe ist jetzt, das alles, was wir in Auftrag genommen haben, wirklich abzuarbeiten, mit hoher Qualität und möglichst in der versprochenen Lieferzeit, die wir zugesagt haben. Und das fordert uns als Unternehmen, als Organisation von morgens früh bis spät am Abend und manchmal auch am Samstag. Ja, also nach der Projektierungsphase bekommen wir die fertigen Zeichnungen in die Werkstätte und dann beginnen mein Team und ich die Fahrzeuge zu fertigen. Es ist eigentlich jedes Fahrzeug ist ein mehr oder weniger Prototyp, weil es auf den Kunden spezifisch zugeschnitten ist. Und ja, es gibt keine oder selten zwei gleiche Fahrzeuge, die hier gefertigt werden. Ja, wir treten wiederum als Firmengruppe Kuhn auf mit Baumaschinen und mit Ladetechnik, Krane und Stapler. Ja, wir versuchen hier wirklich unsere Highlights zu präsentieren. Wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit den größten Kran von uns, den PK 200.000 dort. Also ein tolles Gerät, eine tolle Systemlösung, die mit einer Hupe bis zu nicht ganz 50 Meter im Prinzip, also sage ich mal, aufwartet. Sonst präsentieren wir einfach im Prinzip also die wesentlichen technischen Erneuerungen. Ich denke, die Themen im Prinzip also gehen weiter in sicherheitsrelevanten Dingen. Sie gehen weiter im Prinzip also in ergonomische Bereiche. Wir haben da immer im Prinzip in den letzten Jahren eigentlich mit sehr, sehr tollen Innovationen aufwarten können. Balfinger ist bemüht und entwickelt auch in der Richtung weiter. Um ein Beispiel zu sagen, autonomes Fahren, da ist der erste Schritt gesetzt mit einer Möglichkeit im Prinzip also mit Bifold den Kran immer automatisch zusammenzulegen und auseinanderzufahren. Also nur mit einem Tastendruck ist der Fahrer total befreit. Es gibt keine Gefahr, irgendwo den LKW zu beschädigen oder sonst was. Ja, und das wird natürlich in diese Richtung weiter geforscht, weiterentwickelt und ich bin sicher, dass die Sicherheit im Prinzip dabei eine große Rolle spielen wird.